Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem T3 Campus. Und in dieser Folge wollen wir wieder weitermachen an dem Turbo 3 Integrator. Und ja, werden da weitermachen, wo wir aufgehört haben, nämlich bei der Page TS. Und dazu wünsche ich viel Spaß. Bevor wir beginnen, noch ein kleines Vorwort. Es ist jetzt einige Zeit vergangen seit meinem letzten Video. Deshalb gibt es vielleicht so hier einen kleinen Sprung. In Sachen Zertifizierung ist es jetzt so, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wie es damals habe ich angefangen habe mit diesem Road to TCCI Videos. Aber momentan ist es so, wenn man den Turbo 3 Certified Integrator machen will, dass man ihn für V12 macht. Und wenn man hier das empfohlene Buch sich runterlädt kaufen möchte, dann ist es noch Turbo 3.11. Deswegen werde ich jetzt mir nicht mehr an diesem Buch orientieren, weil es halt 11 ist und man macht halt 12. Man kann sicherlich auch noch ein Budget für 11 irgendwie überorganisieren, aber finde ich irgendwie nicht sehr sinnvoll. Und deswegen werde ich mich so ein bisschen an diesen Syllabus, oder wie auch immer man das ausspricht, orientieren. Das ist so ein bisschen anders strukturiert als das Buch. Nichtsdestotrotz sind die vergangenen Folgen immer noch aktuell. Ich bin ja auch immer darauf eingegangen, was bei V12 wegfällt. Und das werde ich jetzt auch weiterhin machen. Deswegen gilt eigentlich auch alles, was wir besprochen haben, sowohl für 11 als auch für 12. Ja, und wir sind jetzt nun mal bei dem Pitch jetzt angekommen, deswegen machen wir diesen Kapitel fertig und dann schaue ich mal, in welchem Bereich wir dann weitermachen, was dann sich eher an diesem Syllabus orientiert. Aber keine Angst, wir werden nichts doppelt machen. Alles klar, dann starte ich jetzt mal die Präsentation und ich wünsche dir viel Spaß. So, wir sind, wie gesagt, stehen wir mal Pitch Test und bei der Mod Web Info unter dem, also weil es so lange her ist, Mod ist ja der Teil, der für die Konfiguration der Backend-Module verantwortlich ist. Und Webinfo ist das Backend-Modul im Bereich Web und das Modul selbst heißt Info. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Ansicht einzustellen. Da gibt es einen Unterpunkt, der ist Field Definitions. Da kann man die Felder konfigurieren, die man bei Page Tree Overview sehen kann. Wir werden uns das Ganze auch nochmal im Backend anschauen. Hier ist meine Liste von den Eigenschaften, die man eben konfigurieren kann. Dann gibt es noch einen Dropdown im Backend, wo halt so Funktionen aufgelistet werden. Und bei Menü Function konnte man da irgendwie Dinge beeinflussen. Bei V12 ist das obsolet, deswegen werden wir das jetzt hier auch einfach überspringen. Und das war es eigentlich schon, was man zur Webinfo im Sinne von PageTest konfigurieren kann. Jetzt kommt das nächste Backend-Modul, das Layout-Modul, das sich auch bei Web befindet. Und da kann man auch ein paar Sachen einstellen. Und zwar kann man es gibt in Turbo 3 verschiedene Sprachmodi. Und mit dieser Funktion kann man es erlauben, dass man in diesem Mischmodus ist. Das heißt, man hat Inhaltselemente, die korrekt übersetzt sind, also wo es eine Default-Sprache gibt und eine Übersetzung. Aber es gibt auch Inhalte, die eben nur in bestimmten Sprachen gibt. Dann spricht man halt von so einem Free-Mode. Und das erlaubt eben, dass man das machen kann in diesem Modul, dass man eben mischen kann, dass man auch Inhaltselemente erstellen kann, die eben keine Default, also keine Relation zu einem Default-Element hat. Dann gibt es bei euch Backend-Layouts, der ist ganz wichtig, denn damit kann man neue Backend-Layouts erstellen oder vorhandene verändern. Backend-Layout bezieht sich dann auf die Anzahl der Spalten, die man im Page-Modul sieht. Also wir reden hier vom Page-Modul und da kann man eben auch eigen definieren. Dieser Bereich ist besonders wichtig, weil man mithilfe von TypoScript diese Auswahl kombinieren kann und dann auch sagen kann, dass das Flute-Template eine andere Template-Datei anstoßen soll, je nachdem, was man bei Backend-Layout ausgewählt hat. Und das ist der de facto Standard, wie man das macht.
indem man das, die Auswahl des Backend-Layouts am Frontend koppelt und somit den Redakteur ermöglicht, eben das Frontend-Template zu wechseln, indem er die Einstellung bei Backend-Layout ändert. Denn die Anzahl der Inhaltsspalten korrespondiert ja mit dem Template im Frontend, denn die müssen ja an bestimmten Stellen eben angezeigt werden. Und deswegen macht man das halt auf diese Art und Weise. Und deswegen ist es besonders wichtig und damit solltest du dich auf jeden Fall so ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen geübt haben, wie man Backend-Layouts erstellt. Wir werden uns das, wie gesagt, auch nochmal im Backend anschauen. Aber nur so viel dazu, das ist sehr wichtig, guck dir das auf jeden Fall genauer an. Dann gibt es hier noch den Parameter Default Language Label. Damit kann man halt sagen, was die Default-Sprache ist für die einzelne Seite. Ist aber halt seit der Seitenverwaltung komplett irrelevant geworden, denn die Seitenverwaltung handelt die ganze Sprache und Mehrsprachigkeit, also welche Sprachen es gibt. Und wie die Local-Kürzel ist und welche Fahne benutzt wird, macht man alles in der Seitenverwaltung, nicht mehr in per TypeScript, wie es ganz früher war. Deshalb funktioniert diese Einstellung nur noch bei Null-Sites. Null-Sites sind quasi Seiten-Roots, die aber nicht in der Seitenverwaltung eingestellt sind. Aber also in meiner Praxis kommt das nie vor. Und ich kann mir eigentlich auch jetzt gar keinen Use Case vorstellen, wo das sinnvoll ist. Deswegen würde ich das, wenn man auf Lücke lernen will, einfach auslassen. Der Flankbinding kann man wohl erreichen, dass die Inhaltselemente von Übersetzung und Original immer nebeneinander stehen. Das werden wir auch mal ausprobieren. Ob das ist und ob ich das überhaupt richtig verstanden habe, denn ich habe selbst diese Option auch noch nicht benutzt. Genau, dann gibt es noch die Möglichkeit, gibt es noch eine Option, die heißt Hide Restricted Columns. Damit kann man eben erreichen, dass der Editor die Inhaltsspalten nie, gar nicht sehen kann im Backend, die er eh nicht, wo er eh nicht drin bearbeiten kann. Somit kann man ihn quasi auch verweigern, Dinge, also zu sehen, welche Inhaltselemente in diesen einzelnen Spalten ist und somit das Backend für ihn möglichst einfach zu machen. Ist halt geeignet für Editoren, die noch nicht so erfahren mit Typo 3 sind und die einen ganz spezifischen Teil einer Webseite verändern soll. Und da ist es ja sinnvoll, wenn man ihn nicht alles anzeigt, also mehr anzeigt, als er eh bearbeiten können soll. So. Defaultmäßig ist das deaktiviert, das heißt, defaultmäßig sieht jeder Editor die Spalten, kann halt nur nichts klicken sozusagen. Also jeder Button mit für Neuerstellungen, Bearbeiten und Löschen ist halt nicht drin. Und das könnte halt im Editor verwirren. Dann gibt es noch die paar Einstellungen, die man auf die Art und Weise, wie man übersetzt in diesem Modul, verändern kann oder Einfluss nehmen kann. In dem Free Mode kann man hier mit diesem Knöpfchen oder mit dieser Einstellung erreichen, dass man Kopien erstellen kann von Content-Elementen zur Übersetzung. Dann gibt es eine weitere Einstellung Enable Translate, das ist quasi eine Einstellung für den Connected Mode. Das heißt, es muss halt für jede, also Free Mode heißt, dass es auch Inhaltselemente in nur einzelnen Sprachen geben kann und keine Default-Sprache dazu gibt. Connected Mode ist, es gibt immer zu jeder besetzten Inhaltselement auch ein Default-Element dazu. Und da kann man eben diese Einstellung, diese Simple Translation-Funktion in dem Translation Wizard aktivieren und deaktivieren. Ich persönlich benutze den Translation Wizard gar nicht. Ich finde das viel besser, übersichtlicher und man führt so eine gefühlte bessere Kontrolle, wenn man es quasi manuell macht, also Element für Element und nicht so viele Elemente auf einmal. Aber das ist, denke ich mal, auch Geschmackssache. Ich bin jetzt auch hauptberuflich kein Redakteur, sondern mehr Integrator und Entwickler. Und das mögen professionelle Redakteure anders sehen. Dann gibt es noch so eine Dropdown-Menü, die heißt eben Menü, also Funktionen sind das, also Functions nennt das Typo 3 so intern. Und da kann man einzelne Teile deaktivieren. Die Werte davon sind durchnummeriert, also 1, 2, 3. Index 1 bezieht sich auf die erste Auswahl in diesem Dropdown-Feld, 2 die zweite und so weiter. Und die kann man dann einzeln deaktivieren. Dann gibt es noch eine Option No Create Records Link. Das ermöglicht eben den Create New Record Button, der auf der Unterseite befindet, zu verstecken.
Eine weitere Option ist im TT Content Preview. Hier kann man für jeden Seed Type oder jeden List Type, das heißt für jeden Content Element und für jeden Plugin Typ, eine eigene Template Datei hinterlegen, die für die Backend-Vorschau relevant ist. Und das schauen wir jetzt alles uns nochmal kurz in der Praxis im Backend an. Bis gleich. So, wir sind jetzt im Backend. Ich habe jetzt für diese zwei Bereiche jetzt auch noch zwei Unterseiten erstellt, wo wir dann die Sachen eben reinschreiben und parallel dazu die Dokumentation offen. Und dann werden wir einfach mal die Dinge ausprobieren, die hier stehen. Also hier finden wir das wieder, was wir in der Präsentation gerade gesehen haben. Fangen wir an mit Field Definitions. Gemeint ist mit diesen Field Definitions im Infomodul ist halt dieses Dropdown-Menü. Und hier kann man sagen, the variable fields in the page tree overview module under the info module. By default, ship with the entries basic settings, record overview, cache and age. Wir können es uns mal anschauen, ob wir das wiederfinden. Web info ist das Modul, das heißt, wir sind im Webbereich, also in diesem Leiter und dann in info, also hier. Und wenn wir dann hier auf eine Seite klicken, sehen wir hier beim Typ, so wie hier in dem zweiten Reiter, Basic Settings, Record Overview und Cache in Age, sehen wir mittlerweile sind ein paar neue dazugekommen in V12 und das sind eben diese hier. Und hier können wir anscheinend einstellen, was wir da sehen. Das heißt, wir können das mal als Schablone kopieren und uns dann mal anschauen, was passiert, beziehungsweise wir können uns mal anschauen, was überhaupt passiert. Wir haben hier Basiseinstellungen, jetzt wechseln wir mal auf SEO. Und wir sehen, oder wir sehen vielleicht nicht, man muss hier aufpassen, was mit dieser Tabelle passiert. Da ändern sich halt die Darstellungen. Swap-Info zeigt ja bestimmt je nach halt Modul bestimmte Informationen an, die zur aktuellen Seite ist. SEO orientiert sich eher an die SEO-Eigenschaften der Seite, also URL-Segment, Titel der Suchmaschinenbeschreibung und ob indexiert ist und so weiter. Während wenn man mal Cache und Alter guckt, eher die Eigenschaften interessieren, die halt für den Cache bezogen sind. Und hier können wir halt für jeden Einzelnen sagen, welche Felder da aufgelistet werden sollen. Beispiel, ich hab das jetzt mal kopiert. Wir machen, sagen wir mal, Baseneinstellung, sagen wir mal das Zielfenster. Wir sagen, dass es uninteressant ist, weil wir es eh nicht benutzen oder ja, wir eben hier nicht sehen wollen. Dann können wir das Page-Test dazu verändern. Das Page-Test machen wir, wenn wir das im Backend machen wollen, was laut Dokumentation aber gar nicht empfohlen wird, sondern man sollte es in eine Datei auslagern und dann ist es wieder eigentlich Aufgabe des Entwicklers, wie dem auch sei. Wir sind ja jetzt Integrator und wir wollen das einfach mal ausprobieren. Das heißt, wir schreiben es jetzt hier rein, dann gilt es für diese Seite und alle Unterseiten. Und verändern jetzt mal nur den ersten. Also es fängt hier bei Index 0 an, nicht, wie ich gesagt habe, bei Präsentation bei 1. Und dann meint es die erste Einstellung. Was hier steht, Basic Settings. Ich kopiere das nochmal und schauen nochmal nach, ob das 0 doch Basic Settings ist. Bei mir ist es jetzt die SEO. Wenn wir das jetzt mal nur kurz mal schauen, im Dings, wie die Nummerierungen sind. Und wir sehen, dass Basis 0 stellen, die in der Welt 0 hat. Und die Daten sich durchnummeriert sind, das, was neu dazugekommen ist, ist nicht numerisch. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass es numerische Werte sein sollen, aber egal. Also die SEO und soziale Medien sind auf jeden Fall auch System-Extensions und die haben es halt jetzt so gemacht. Das heißt, wenn wir das jetzt, diese Basiseinstellung ändern wollen, gehen wir in die Bearbeitung wieder zurück, kopieren das mal rein, was ich jetzt mal ausgeschnitten habe, und dann müssen wir halt hier 0 schreiben für Basiseinstellung. Und SEO, wenn wir die SEO-Einstellung eben verändern wollten. Jetzt sagen wir, okay, wir wollen dieses Target nicht haben. Dann machen wir das hier raus. Speichern. Gucken uns das nochmal an. Info. Wir kriegen jetzt hier eine Warnung. Undefined Error Key Allies. Wir schauen noch nach. Allies wurde hier benutzt. Allies gibt es aber anscheinend gar nicht mehr in den Seiten. Das heißt, die Dokumentation sind schon veraltet, aber macht nichts. Wir können auch Allies rausschmeißen. Und dann haben wir die Warnung auch behoben.
Und dann sehen wir, dass auch hier Target verschwunden ist. Wir können das nochmal Shortcut-Modus nochmal vielleicht nochmal rausschmeißen, damit es ein bisschen klarer ist nochmal. Also Shortcut-Mode machen wir auch mal raus. Oder auch noch Shortcut von mir aus. Und wenn wir dann ins Info-Modul gehen, sind auch diese verschwunden. So kann man eben die Tabellen hier ein bisschen freier konfigurieren. Wir könnten sogar unseren eigenen hinzufügen für unseren ganz speziellen Workflow. Also wenn man zum Beispiel einen Redakteur hat, der halt die Aufgabe hat, bestimmte Seitenfelder zu bearbeiten, und dann kann man dafür auch einen neuen erstellen. Der muss natürlich einen Index haben, der es noch nicht gibt. Ich schmeiße einfach mal irgendein. Dann kann ich jetzt sagen, um jetzt keine Sprachdatei zu erstellen zu müssen, Custom oder T3 Campus, und dann sagen wir mal, wir wollen den Titel, den Slug. Jetzt muss ich mal gucken, wie die Feldbezeichnungen sind. Zum Beispiel wollen wir jetzt auch sagen, der soll die Cache-Tags machen, weil er auch die Cache-Tags bearbeiten soll. Dann soll er auch doch das machen. Nur als Beispiel. Und dann von mir aus noch SEO. SEO-Title. Ja, irgendwas. Also hier kann man einfach die Felder eingeben, die in der Seite gibt. Zum Beispiel kannst du auch nur eine eigene Extension oder irgendeine aus der Repository genommen haben, die nochmal eigene Felder hinzufügt, und du möchtest quasi ein Preset hier haben oder eine Auswahlmöglichkeiten, die dann nur diese neuen Seitenspalten quasi bearbeiten. Dann kannst du quasi dir hier so eine Auswahl machen und ja, dir dann so eine Info-Tabelle quasi zusammenbauen. Und davor das ist halt, man kann hier bearbeiten klicken und dann kann man die halt hier bearbeiten. Und das ist halt die besondere Stärke für von dieser Übersicht. Also wenn du Redakteur bist und professionell arbeiten willst, dann solltest du das hier auch kennen. Und jetzt weißt du als Integrator, dass du eben darauf Einfluss nehmen kannst und deinen Redakteuren quasi optimierte Bearbeitungstabellen zur Verfügung stellen kannst. Aber auch nicht nur Bearbeitung, auch Übersicht, ne? Also ist klar. Das Besondere bei dieser Info ist auch, man kann nicht nur Seiten Eigenschaften, wie es hier oben ist, angeben, sondern auch ganze Tabellen. Und das ermöglicht eben auch noch dem Benutzer, das zu sehen, wenn es solche Datensätze halt gibt. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch sagen, unter anderem ist FE-Users. Wir müssten, wenn wir das sagen, noch Table davon ranstellen, laut der Dokumentation. Da steht immer Table unterstrich hier die Content, Table unterstrich für Users, also damit halt Typo 3 weiß, dass es jetzt kein Feld, also keine Eigenschaft ist, nicht in der Tabelle Pages, sondern dass wir eine neue Datenbanktabelle quasi selektieren. Wenn wir dann hier reingehen auf T3 Campus, sehen wir auch hier ein Icon für Website-Benutzer. Und wenn es jetzt hier einen gäbe, kann ja mal einen erstellen, nur zum Spaß. Kann ich nicht, weil Website-Benutzer nur in Ordnern angelegt werden kann. Das heißt, ich muss hier mal zum Spaß noch einen Ordner erstellen. Frontend-Benutzer 2, irgendwas. Aktivieren wir es noch. Erstellen jetzt einen Frontend-Benutzer. Ich weiß nicht, Test, ist ja auch völlig wurscht, irgendein Passwort. Und wenn wir jetzt auf Info gehen, also den gibt es, wir gehen auf Info. Und dann sehen wir, wenn wir jetzt hier reingehen, hier ist keiner, weil hier gibt es keinen, aber wenn wir auf den Ordner gehen, dann sehen wir, oh, hier gibt es einen. Und so gibt es dann halt dieses Steuerzeichen mit All Tables, wo man dann, wenn man das macht, dass alle Tabellen angefügt werden, wo der aktuelle Redakteur Zugriff darauf hat. Ich bin ja gerade Admin, das heißt, ich habe auf alles Zugriff, das heißt, ich würde jetzt hier alle sehen. Und das ist auch die
Ansicht, die wir gesehen haben, als wir hier Datensatzübersicht haben. Das sind einfach nur andere Datenbanktabellen. Und so kannst du halt hier oder der Redakteur eben sehen, okay, auf dieser Seite gibt es Datenred Records, hier ein FE-User und zu anderen nichts. Und wenn wir jetzt hingehen, sehen wir, hier gibt es gar keine Datensätze, was auch stimmt, weil hier gibt es auch nichts. Alright, so viel zum Webinfo. Gehen wir zum nächsten. Function ist ja quasi obsolet, deswegen interessiert uns das nicht. Hier ist nochmal ein Hinweis, dass das alles auf Options, Heights, Modules gewandert ist. Dann können wir zum Web-Layout gehen und uns hier ein paar Beispiele anschauen. Allow inconsistent language handling. By default, Typo 3 will not allow you to mix translated page content and independent content in the page module. So, um das zu testen, müssen wir jetzt mal ein bisschen was aufbauen. Zum einen müssen wir die Seite übersetzen. Das habe ich jetzt schon im Hintergrund gemacht. Also es gibt jetzt eine deutsche Variante und eine englische Variante von dieser Seite. Das ermöglicht uns erst für beide Sprachen oder für überhaupt für irgendeine andere Sprache Inhaltsverbände zu erstellen. Und dann geht es halt darum, wie das Typo 3 standardmäßig, er ist nicht erlaubt, dass man mixed translated Content, dass man halt Translated Content und Independent Content nicht miteinander mischen kann, also dieser Mischmodus nicht erlaubt wird. Das suggeriert so ein bisschen, dass es verhindert, dass man das macht. Das stimmt aber nicht. Man kann es trotzdem machen, man bekommt nur einen bestimmten Hinweis. Also, das heißt, wenn wir hier jetzt ein heißt, das heißt deutsch.de Überschrift, also irgendein Text, das ist halt jetzt nur Deutsch. Wenn wir jetzt eins haben, das ist nur Englisch. En-Title. Dann haben wir jetzt zwei Inhaltsverbände erstellt, das gibt es nur im Englischen, das gibt es nur im Deutschen. Jetzt sind wir im freien Modus. Soweit so gut. Wir sind noch nicht im gemischten Modus. Das ist erlaubt. Wenn wir jetzt aber hingehen und angenommen, wir würden jetzt das normal übersetzen. Also das hat einfach eine richtige Übersetzung. Dann sind wir im gemischten Modus, denn wir haben ein Inhaltsverbände, das korrekt übersetzt ist, nämlich das hier. Aber wir haben auch ein Inhaltsverbände, dass es nur in einer Sprache gibt. Und jetzt sind wir im gemischten Modus und bekommen entsprechend eine Warnung, dass wir einen inkonsistenten Sprachstatus haben, weil wir eben auch Inhaltsverbände haben, die es nur für eine bestimmte Sprache gibt und nicht in der Default-Sprache. Und das ist halt nicht Sinn der Sache. Normalerweise, wenn man eine Seite übersetzt, sollte zumindest die Mehrzahl der Sachen, die es in einer Sprache gibt, auch in andere Sprachen geben. Ansonsten wäre es eigentlich eine andere Version von einer bestimmten Seite und keine direkte Übersetzung. Und wenn man das dann aber explizit erlauben will, warum auch immer, und dann kann man hier in die Bearbeitung gehen und dann diese Einstellungen machen. Das heißt, hier oben unten ist auch ein Beispiel, das können wir uns rauskopieren. Dann sagen wir, wir wollen aber, dass inkonsistentes Language Handling erlaubt ist, dann aktivieren wir das quasi, weil es defaultmäßig deaktiviert ist und dann verschwindet diese Warnung und alles ist gut. Somit können wir also erlauben, somit kann man also den gemischten Sprachmodus erlauben. Der gemischte Sprachmodus ist, wenn es korrekt übersetzte Inhaltsverbände gibt, aber auch noch Inhaltsverbände, die es nur in bestimmten Sprachen gibt. Der Free-Modus ist, wenn es quasi nur Inhaltsverbände gibt zu den einzelnen Sprachen, die aber nicht miteinander als Übersetzung verbunden sind. Das ist der Free-Modus. Und der strikte Modus ist quasi, es muss zu jeder Default-Sprache eine Übersetzung geben. Beziehungsweise, wenn es eine Übersetzung gibt, muss es immer eine Default-Sprache dazu geben. So rum. Das ist diese Option. Ich wüsste nicht, warum man das erlauben sollte. Ich finde, allein der Name sagt schon, Inkonsistenz sollte, nichts sollte inkonsistent sein. Aber gut, es mag vor allem, wenn man Upgrade von alten Versionen, da viel mit Sprachen gearbeitet worden sind, kann es zu solchen Situationen geben. Und da muss man zumindest vorübergehenderweise ist es erlauben und dafür gibt es dann diese Option. Dann kommen wir zu Backend Layouts. Backend Layouts ist nochmal zur Erinnerung, ich mache dazu mal eine neue Unterseite. Ist das, was wir hier sehen bei Erscheinungsbild, Backend Layout und mal Backend Layout für Unterseiten. Und hier kann man halt bestimmte Sachen einstellen. Und dann verändert sich dieses Layout. Das heißt, jetzt ist es einspaltig, weil wir im ja, neben Default Backend Layout sind. Wir können jetzt hier auf zweispaltig gehen für diese aktuelle Seite und dann kriegen wir halt zwei Spalten. Je nachdem, was halt der definiert ist. Und so kann man im Backend
beziehungsweise Page.js auch noch eigene Backend-Layouts erstellen. Dazu habe ich jetzt wieder das unterkopiert und jetzt definieren wir das Backend-Layout. Das ist nur die Definition eines Backend-Layouts. Damit sagen wir jetzt noch nicht, dass diese Seite dieses Backend-Layout hat, sondern wir fügen nur diese Auswahl quasi neue Werte hinzu. Ich schreibe es dann nochmal unter Backend-Layout, damit es nur für dafür aktiv ist und die Seiten drunter. In einem realen Projekt ist es natürlich irgendwie im Root und dann auch nicht hier bei Resources, sondern in einer Extension ausgelagert. Aber ja, als Integrator dürfen wir das ja nicht machen. Beziehungsweise der Trigger könnte uns zur Auslage in einer separaten Datei, die dann versioniert ist, und dann schreiben wir da unseren Code rein. Ging natürlich auch. Wie dem auch sei, der Pfad ist Mod Web Layout Backend Layouts. Das ist der wichtige Pfad. Und dann kommt ein Index mit dem Namen des Backend Layouts, heißt jetzt hier Example Key. Das ist der Titel, der im Backend angezeigt wird. Hier kann man noch ein Icon definieren. Also schmeiße ich weg, weil wir haben jetzt kein Icon. Und dann gibt es die eigentliche Konfiguration, die nochmal einen Unterpunkt hat, Backend Layout. Und ab dann beginnt quasi die Konfiguration erst von diesem Backend Layout. Also das ist dann interne Schlüssel, der muss eindeutig sein, der darf es nicht nochmal geben. Wenn es den gibt, dann überschreiben wir gerade dieses Backend-Layout. Also so kann man dann auch vorhandene Backend-Layouts überschreiben. Das ist der interne, also der Titel, der bei dieser Dropdown angezeigt wird. Config Backend-Layout ist quasi das Konstrukt für die Konfiguration des Backend-Layouts. Hier muss man am Anfang sagen, wie viele Gesamtspalten, Gesamtreihen wir haben. Und dann kommt man zu der Spezifikation bei Rows, wie die einzelnen Reihen und Spalten auszusehen haben. Also, hier wird gesagt, wir haben eine Spalte, das heißt, dass jede Reihe immer nur eine Spalte hat. Wir gucken, wie es gibt hier eine Reihe und eine zweite Reihe. Und die hat Columns. Columns ist wieder so ein definierter Unterpunkt, um all die Spalten eben zu konfigurieren. Und wir sehen, es hat immer nur eine Spalte. Hier ist auch Columns, eine Spalte. RowCons sagt, es hat zwei, sehen wir auch, erste Reihe, zweite Reihe. Und dann kann man die Spalten nochmal näher beschreiben. Die haben auch einen Namen. Hier kommt es aus dem Core für die Spalte 3. Also es gibt auch in dem Core Extension Frontend schon ein paar Besetzungen für bestimmte Spalten. Da kann man reinschauen, wenn man neue Spalten erstellt, ob die dazu passen und die dann benutzt. Ansonsten muss man eine eigene Sprachdatei erstellen. Oder macht es wie hier einfach Klartext. Was natürlich die schlechteste Variante ist, weil die nicht übersetzbar ist. Zumindest nicht mit einer Sprachdatei. Und dann kann man sie noch weiter spezifizieren. Was man auf jeden Fall angeben muss, ist die Callpost. Also welche Callpost-Nummer bekommen die Inhaltselemente, die in dieser Spalte kommen. Und das ist halt wichtig, weil jeder Inhaltselement auch an einer Inhaltsspalte gebunden ist. Also es ist Zwang. Wenn man mehrere Spalten hat, kann man noch sagen, ob diese Spalte über mehr als eine Spalte hinausgehen soll oder eben nicht. Das ist eine Angabe, die optional ist. Wir haben jetzt eh nur eine Spalte, deswegen kann man sie auch weglassen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier den Identifier zu ändern von der Spalte. Ist auch nur optional. Also Pflicht sind eigentlich nur Name. Obwohl Name wahrscheinlich auch nicht Pflicht ist, dann wird einfach nichts stehen, aber ist irgendwie schlecht. Aber für mich war es Kolpers, absolut Pflicht. Und dann haben wir jetzt hier gemacht, eine Spalte mit zwei Reihen. Da wir das schon haben, bei dem aktuellen zweispaltigen Layout, drehe ich es jetzt mal um. Wir haben jetzt zwei Spalten und eine Reihe. Und dann würden wir das nach oben verschieben. Und müssten dann aus 1, 2 machen. Und haben dann quasi ein zweispaltiges Element, wo die Sidebar links ist und die Hauptspalte rechts. Hauptspalte ist nicht, weil es Main heißt, sondern weil wir Callpost 0 haben. Und Callpost 0 quasi der Wert ist für die Hauptinhaltsspalte. Wenn wir das jetzt gespeichert haben, sehen wir, hier hat sich noch gar nichts geändert. Es ist immer noch ein Backend-Layout mit einer Spalte und zwei Reihen. Aber wir bekommen hier eine neue Auswahl bei Erscheinungsbild. Und hier steht dann Example in diesem Fall. Und man sieht schon, dass der interne Wert bekommt immer page.js underscore underscore vorangestellt und dann kommt unser Name. Das ist wichtig zu wissen, wenn man dieses Backend-Layout irgendwie ansteuern möchte. Dann muss man natürlich mit internen Bezeichnern arbeiten. So, wir sehen es jetzt noch untereinander, weil wir hier noch im falschen Anzeige sind. Wir müssen natürlich auf Layout wechseln. Und dann sehen wir jetzt auch
dass wir zwei Spalten gemacht haben, die nebeneinander sind. Und so kann man eben beliebig viel sich sein Grid zusammenbauen. Man kann beliebig viele Reihen haben, beliebig viele Spalten. Das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen würden und sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel drei Spalten, dann kann es noch eine geben. Drei Reihen meine ich. Kann es noch eine geben, die zwei Spalten hat. Und dann gibt es noch eine dritte, die hat nur eine Spalte, aber die geht dann halt über zwei Spalten hinaus. Dann haben wir jetzt hier haben jetzt hier drei reingebaut, zwei zweispaltige und eine einspaltige. Müssen jetzt hier noch die Kolpos-Nummer irgendwie anpassen zu Werten, die es noch nicht gibt. Ich mache jetzt irgendwas. Du solltest dir genau überlegen, welche Werte du nimmst. Denn wenn der Redakteur irgendwann feststellen sollte, er möchte es switchen, dann wäre es gut, wenn die Inner-Zemente so gut wie es geht in die richtigen Spalten in dem anderen Layout kommen. So dass zum Beispiel die Hauptinnerspalte immer die gleiche Nummer haben, die linke und rechte Spalte immer die gleichen Nummern haben, so dass die Inner-Zemente immer richtig passen. Denn wenn du jetzt hier was erstellst, wird es eben zu dieser Inhaltsspaltennummer gespeichert. Und wenn wir jetzt umstellen in ein anderes Layout, zum Beispiel in das Default, das hat ja nur eine Spalte, dann verbleiben die dann da. Und das ist halt richtig cool. Deswegen überleg dir gut, wie die Kolpos-Nummern sind. Ja, Danify hat ja schon erwähnt, das ist interessant, wenn man mit dem Data-Prozessor darauf zugreifen möchte, und dann muss man das über den Identifier machen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man hier mal Backend-Layouts genau reinschaut, die Slide-Funktion anzuschalten, also die Möglichkeit zu vererben. Das heißt, wenn kein Content gefunden wird in einer Inhaltsspalte, kann er dann die Inhaltselemente laden, über die der Seite, die darüber liegt. Und ja, das kann man halt damit auch einstellen, wenn man das möchte. Das ist zum Beispiel gut für rechte Sidebars, wenn man halt einen Älterknoten hat, der definiert ein Inner-Zementer. Man möchte auch, dass diese Inner-Zementer für alle Unterseiten gilt, weil es halt ein homogener Bereich ist, zum Beispiel. So, damit ist Backend-Layout, denke ich, abgeschlossen. Wir können weiterfahren. Default-Language überspringe ich, weil es seit V10 irrelevant ist, nur für Null-Sites. Aber Null-Sites wird dir wahrscheinlich auch so nie begegnen. Und weil wir ja irgendwie auf Lücke lernen müssen, lassen wir das aus. Def-Lang-Binding kann man eben hier if Z-Translation of Contaminants are bound to the default record in the display. Das würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Wir kopieren uns das und gehen dann nochmal in den Sprachenvergleich und zu der Seite, wo wir auch Mehrsprachigkeit haben. Das war bei. War das nicht hier? Habe ich das schon wieder gelöscht? Nee, ich muss nur bei Sprache auch alle Sprachen anzeigen. Genau, jetzt haben wir das hier. Hier sehen wir zum Beispiel, hier gibt es ein Inner-Zement, das war ja nur Englisch. Und das ist was Inner-Zement Deutsch ist. Und das ist die Übersetzung von dem Deutschen. Aber die sind nicht auf der gleichen Höhe, weil es ein Inner-Zement gibt, was nur in der englischen Sprache gibt. Und das ist eben darüber. Und deswegen gibt es jetzt diese optische Fehldarstellung. Was auch noch dazu kommt, ist, wenn man jetzt hier ein Element hätte, das macht man auf alle Sprachen. Dann sehen wir das nur hier links und rechts gar nicht. Und wenn es dann noch weitere Elemente gibt, die korrekt übersetzt sind, ups, ne, ich hätte eben gerade übersetzen können. Ich speichere es einfach nur so ab, damit wir die Absätze haben. Dann sehen wir haben jetzt Deutsch eine Übersetzung, die englische relevant ist da. Jetzt haben wir eins Mehrsprachig, es taucht hier gar nicht auf. Und jetzt haben wir wieder was korrekt übersetzt ist. Das ist jetzt auf der gleichen Ebene. Aber wenn wir dann wieder sowas hätten wie oder noch eine zweite Sprache haben, wo es dann nicht alle sind, kann es halt sein, dass die Reihenfolge der Default-Sprache nicht mehr so einfach lesbar ist in den einzelnen Übersetzungsspalten. Wenn wir jetzt also jetzt hingehen und diese Option anschalten, Mod, Web, Layout 1. So, dann hatte ich jetzt erstmal einen Tippfehler, also hier war Unterstrich, das muss natürlich Punkt sein. Wenn wir das jetzt aktivieren,
dann switcht die Anzeige auf diese Anzeige. Und das ist jetzt eine Anzeige, die ich jetzt gar nicht erwartet habe. Wie gesagt, ich habe damit auch keine Erfahrung, weil laut Dokumentation heißt es, wenn man das anschaltet, if set, translation of contentments are bound to the default record in the display. This means that within each column with contentments, any translation found for exactly the shown default contentment will be shown in the language column next to. So wie ich das verstehe, sollte dann jede Übersetzung immer gegenüberstehen. Okay, das ist vielleicht losgelöst, weil es nur ins Englische gibt. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Block. Das heißt, die Übersetzung davon befindet sich in diesem Block. Was korrekt ist, denn es ist dieses hier. Hier haben wir alle Sprachen. Hier gibt es kein Pendant, deswegen ist es leer. Sehe ich auch ein. Aber hier hatten wir eine Übersetzung gemacht und das ist das Übersetzteil. Und das sollte eigentlich doch hier drunter dann sein und nicht hier oben. Also ist es ein bisschen konsequent inkonsequent. Deshalb sehe ich jetzt, weil entweder das ist ein Bug oder es muss mir jemand mal erklären, was, wie sinnvoll das ist. Hier sehen wir das halt in einer Spalte, in einer Wurst. Hier sehen wir auch nicht, dass sie nebeneinander stehen. Der einzige Vorteil, was wir jetzt gehabt haben, ist, dass es ein bisschen aufgeräumter ist. Im Sinne von, okay, hier ist klar zu sehen, dass das alle Sprachen sind. Aber dadurch, dass hier nichts steht, obwohl das eine direkte Übersetzung hat, ist es eigentlich komplett verwirrend. Das ist, wenn ich das neue Element erstelle. Dazu übersetze. Es kommt auch dann da oben. Vielleicht zerstört dieser Mischmodus diese schöne homogene Darstellung. Ich lösche einfach mal diesen Misch, damit es in Verbundmodus geht. Und dann funktioniert es. Also sobald man im Mischmodus ist, kommt, kann er diese Relation nicht mehr so herstellen. Und jetzt haben wir halt diese schöne Übersicht, dass wir zu jedem Default-Sprache gegenüber die Übersetzung haben. Im Gegenzug, wenn wir das jetzt deaktivieren, haben wir das nicht unbedingt, weil wir ein Element haben, das auf alle Sprachen ausgedehnt ist. So, und somit ist jetzt das eine Wurst und das eine Wurst. Und jetzt, dadurch, dass wir ein Element dazwischen haben, was alle Sprachen haben, ist jetzt die Übersetzung von dem Test jetzt nicht das hier, sondern das da oben. Das heißt, es ist optisch verschoben. So gesehen ist dann die andere Ansicht dann besser. Schade nur, dass es nicht funktioniert im gemischten Modus. Das ist ein bisschen blöd. Wodurch der Mehrwert von dieser Option ein bisschen verloren geht. Aber gut, für den normalerweise sollte es keinen Mischmodus geben, sondern einen verbundenen Modus. Und dann ist es vielleicht eine bessere Übersicht für den Redakteur. Wobei es hier dann eher stört, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, alles hat Vor- und Nachteile. Nächstes, Restrict Columns. Dazu müsste ich jetzt einen Redakteur erstellen mit bestimmten Rechten. Das mache ich jetzt nicht, bin ich zu faul zu. Ich denke, du kannst dir gut vorstellen, wie das auszusehen ist. Das ist einfach zu Inhaltsspalten, wo der Redakteur keine Erlaubnis hat. Die sieht man dann einfach nicht. Ansonsten sieht man die Inhaltsspalte, aber man sieht diese Knöpfe nicht mit Bearbeitungsmöglichkeiten. Dann gibt es Localization Enable Copy, enables the creation of copies of contentments into a language in the translation wizard, free mode. So, dazu müssen wir es erstellen. Dadurch, dass wir das quasi das im free mode ist, ist dann wahrscheinlich Folgendes gemeint. Sobald wir dann ein inneres Element haben, was nur in einer Sprache gibt, müssen wir natürlich noch alle anderen Elemente löschen. Das heißt, ich schneide das ausschneiden, weil wir sind jetzt im Gemischtmodus. Wir brauchen einen Free-Modus. Mach eine neue Unterseite, die heißt Languages. Und auf die gehen wir mal. Und dann platzieren wir das Ganze. Gehen auf Übersetzung, müssen natürlich noch die Seite übersetzen. Ich spare mir jetzt mal, überall neue Texte einzugeben. Und dann gehen wir auf alle Sprachen und dann sollten wir im Free-Modus sein. Jetzt hat er das durchkopiert, ist nicht in der Sprache belastend, die ich eigentlich erstellt habe. Egal, ich mache das. Jetzt haben wir den freien Modus. So, dann brauchen wir noch eine
noch ein anderes, noch ein Element auf der deutschen Seite, die auch nicht verbunden ist. Und jetzt bekommen wir die Möglichkeit übersetzen. Und jetzt kann er aus dem Test 1 übersetzen machen. Währenddessen er, wenn wir das deaktivieren und jetzt wieder ein 1 erstellen, was wir dann übersetzen wollen mit dem Wizard. Kommt dann wie folgenden Hinweis: Die Verwendung des Übersetzungstests ist nicht möglich, da entweder die Übersetzung deaktiviert ist oder die übersetzte Seite im gemischten Modus ist. Gemischter Modus bedeutet, dass sowohl die übersetzten Datensätze mit einer Ausgangssprache als auch solche im freien Modus in Bezug sind. Das heißt, jetzt können wir nicht weitergehen. Also beziehungsweise kommt halt dieser Hinweis, ich kann aber trotzdem weitergehen. Aber er läuft in den Tod rein, so wie es aussieht. Also, so kann man eben verhindern, wenn man im freien Modus ist, dass man mit diesem Wizard quasi weitere Übersetzungen anlegen kann von Dingen, von Elementen, die noch nicht übersetzt sind. Und dadurch, dass es hier weitergeht, würde ich mal vermuten, ist das ein Bug von Typo 3. Denn ich glaube nicht, dass es gewollt ist, dass es hier in den Tod läuft. Also, das ist diese Einstellung. Damit kann man halt quasi den Wizard hier beeinflussen. Sobald man Free Mode ist, soll man dann nicht mehr den hier machen, sondern man muss dann übersetzen einzeln. Also man muss dann hier mal in die Bearbeitung gehen und dann hier neue Sprache anlegen. Alright, das ist diese Einstellung. Dann gibt es noch eine Enable Translate, die ist auch defaultmäßig aktiviert, die kann man ausschalten. Enable Simple Translation of Contents in der Translation Wizard. Jetzt müssen wir erstmal wieder in den Connected Mode kommen, das heißt, wir löschen mal kurz alles weg, was uns in den Free Mode bringt. So. Machen wir eine Übersetzung, damit wir irgendwie auch den Unterschied sehen. Das ist jetzt ganz normal übersetzt. Das ist jetzt ganz normal übersetzt und wir sind jetzt im verbundenen Modus. Wenn wir jetzt ein neues Inhaltselement erstellen, um halt diesen Übersetzungswizard zu benutzen, sehen wir jetzt, wir können es. Wenn wir jetzt die Einstellung da aktivieren, die wir hatten, paste jetzt einfach mal drunter. Dann sehen wir immer noch diesen Knöpfchen, aber dann sehen wir jetzt diese Fehlermeldung. Die Übersetzungsmöglichkeit ist nicht möglich. Da entweder eigentlich die gleiche Meldung. Somit verhindern wir wieder, dass wir übersetzen können, weil wir uns im verbundenen Modus sind. Das heißt, so kann man diesen Wizard sperren für den freien Modus als auch für den verbundenen Modus. Und die Übersetzung ist halt nur noch möglich, wenn man die Inhaltselemente einzeln übersetzt, was ich auch persönlich bevorzuge. Genau. Nächster Bereich ist Menü Functions. Das ist quasi, wenn wir es jetzt hier rumlegen, ist es quasi diese Auswahl, die wir hier haben. Richtig. Quick Edit Columns Languages. Also das ist genau das hier. Layout und Sprachenvergleich. Und hier können wir quasi Sachen ausblenden, wenn wir das wollen. Quick Edit sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß jetzt, ist auch immer die Frage, wann dieses Screen, bei welcher Typo 3-Version, mit welchen Extensions dieser Screenshot gemacht worden ist. Nichtsdestotrotz können wir das hier bestimmte Sachen aktivieren. Zum Beispiel können wir sagen, wir wollen den Sprachenvergleich rausschmeißen. Ich guck mal, was für einen Wert der hat. Also interessenshalber, wie die Werte sind. Function 1, Function 2. Das heißt, wenn wir jetzt hier bearbeiten gehen und können wir sagen, 2 ist 0. Wenn wir jetzt hier reingehen, ja, verschwindet quasi dieses Dropdown, weil wir keine Auswahl haben. Vorher hatten wir halt eine Auswahl von 2. Nämlich, wenn ich jetzt zu der Seite geht, wo die eigentlich schon nicht aktiv sind, sind halt die 2 Layout oder Sprachvergleich. Wenn man Sprachvergleich rausschmeißt, bleibt nur auch Layout. Das heißt, man braucht dieses ganze Dropdown nicht anzeigen und genau das macht Typo 3. Und wenn es eben dann noch mehr Auswahl gäbe durch Extensions, durch System-Extensions auch, kann man da die einzelnen Sachen rausschmeißen.
Alright. No create records link. If set, create records ist hidden angeblich. Das müsste ja dann dieser sein. Hier war Web Layout jetzt mal wieder und dann mal bearbeiten. Machen das auch da rein. Web. Schon wieder mit Unterstrich statt Punkt. Layout 1. Und bewirkt gar nichts. You said the link in the bottom of the page, create a record is hidden. Also. Habe ich auch 0 gemacht oder habe ich 1 gemacht? Ja. Eine No Create Records Link auf 1 heißt, ja, sollte eigentlich nicht da sein. Ja, Create Record, Create New Content. Ja, dann müsste mir mal einer erklären, was das eigentlich genau bringen sollte. In Sekunden steht immer noch die Create New Content Button. Das heißt auch nicht Create New Record. Aber den Button sehe ich ja auch nicht, wenn ich es 0 mache. Also für mich unklar, was das genau ist. Zum Glück sind es nur theoretische Tests. Und ja. Dann gehen wir mal. Vielleicht weiß ja einer von euch, was dieses Create New Record auf der unteren Seite des Bildschirms sein soll, weil hier sehe ich gar nichts. Vielleicht auf einer leeren Seite. Mod web layout Punkt ist 1. Nö. Also, keine Ahnung. Ich habe diese Option auch noch nie benutzt. Wir sind jetzt hier Mod web layout. Und ja, unklar, was das bedeuten soll. Aber es hatten wir ja schon öfters, dass gewisse Dinge irgendwie nicht so funktionieren. Hier kann man eigene Templates für bestimmte Inhaltselemente erstellen. Also Preview ist gemeint, wie man die Sachen hier im Backend sieht. Und wenn man halt spezifische Plugins hat, kann man dann ein eigenes Template hinterlegen und dann eben die Gestaltung, wie das Inhaltselement auszusehen hat, verändern. Und Voraussetzung ist halt, dass das ein Fluid-Template ist. Und man muss beachten, dass es Events gibt, die da höhere Priorität haben. Also es gibt auch Events, mit denen man diese Preview beeinflussen kann. Und wenn da ein Event ist für das Instrument, was du auch versuchst gerade zu überschreiben, dann hat das Event eben Priorität. Und damit wäre auch Web Layout abgeschlossen. Und wir werden dann ja beim nächsten Video weitergehen mit Weblist. Das soll es auch so für dieses Video gewesen sein. Wenn dir gefällt, was ich mache, lass mir noch ein Like da und abonniere meinen Kanal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.